Also am 15. Dezember letzten Jahres ging ich morgens zu einem Weihnachts-Yoga-Kurs. Und dann machten wir so Meditationen und durften all unsere Wünsche für das neue Jahr auf einen Zettel schreiben. Und da habe ich draufgeschrieben, als ersten Satz, ich möchte wieder auf der Bühne stehen. Und abends um 18 Uhr bekomme ich einen Anruf von den Kammerspielen, ob ich mir das vorstellen könnte, eben ja, so schnell wie es geht, nach Hamburg zu reisen und diese Rolle zu übernehmen. Und da habe ich gespürt, dass ich das unbedingt möchte und habe aber gleichzeitig gedacht, das kriege ich niemals hin. Es sind nicht mal mehr 10 Tage bis Weihnachten. Ich habe 3 kleine Kinder. Da ist Weihnachten, Silvester, die Winterferien. Wie soll ich denn das alles machen? Und naja, diese Herausforderung habe ich angenommen und das war eine unglaublich schöne Erfahrung. Liebe Theresa, Hedda muss sich in Hedda Gabler vielen Fragen und Entscheidungen stellen. Die für mich interessanteste Frage ist die nach dem Sinn des Lebens. Ja, in Hedda Gabler geht es um eine junge Frau, eine Generalstochter und um wenige Tage sozusagen vor ihrem Ableben. Also, und sie hat ja doch einen sehr starken Drang zum Zerstören. Und vielleicht wäre der Höhepunkt oder das Höchste eben immer auch die Selbstzerstörung gewesen. Wie hast du es bloß in dieser kurzen Zeit geschafft, die Rolle so intensiv und ausbalanciert und differenziert dir zu erarbeiten? Also, ich habe das erstmal mit sehr viel Disziplin gemacht. Es waren 71 Seiten Text. Das heißt, ich brauche 5 Seiten am Tag, muss ich lernen, damit ich eine Woche vor Premiere diese ganzen Zeilen in meinem Kopf habe. Und dann habe ich mich einfach total fallen lassen in die Arme meines Regisseurs und meiner Kollegen. Ich lag immer in meinem Bett und habe gesagt, danke, danke, danke. Danke, dass ich das machen darf. Weil ich war so glücklich. Das hat mich so erfüllt. Und jetzt bekomme ich diesen Brief und soll dafür jetzt noch einen Preis bekommen. Das ist so. Ich konnte es überhaupt nicht fassen.